würdest du unseren Jahrgang mit 3 Wörtern beschreiben? Geil. Voll geil. Ein Wort. Ja, wir sagen doch mehrere Wörter, oder? Also unser Jahrgang war einfach nur absoluter Wahnsinn. Ein wenig verpeilt. Sehr, sehr speziell. Verrückt, lustig und einfallsreich. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt 3 Worte kenne. Intelligent, sexy, angeberisch. Geil. Speziell, interessant. Unvorbereitet. Und trinkfest. Alkoholabhängig. Einfach verdammt geil eigentlich. So, das ist sexuell. Schon mal verdammt geil trifft es eigentlich ganz gut. Das sind zwar mehr als weniger als 3 Worte, aber das ist mir egal. Hacke dicht. Wunderschön. Kann ich mich nur anschließen. Was hat dir an der Mottowoche am besten gefallen? Oh, was war denn da alles? Mottowoche. Caillou. Caillou's Glatze. Die Mottowoche war einfach geil, weil du konntest einfach so das ausleben, was du schon immer mal ausleben wolltest in der Schule. Und dann macht es halt auch einfach Bock. Das ist dann einfach lustig. Und waren halt so geile Tage einfach. Caillou's Performance war Wahnsinn, ja, wirklich. Ich konnte meine Fetische ausleben. Und ich würde sagen, mein Bobbycar einfach. Weil damit bin ich abgecruised durch die Schulgänge. 90s. 90s war geil. Jetzt bin ich enttäuscht. Kindheitshelden. Oh, na gut. Alle 4 Harry Potter Häuser. Bestes Gruppenkostüm, würde ich mal sagen. Tatsächlich eigentlich die Gruppenfotos immer. Weil da hat man erst mal gesehen, was für Idioten da was für Kostüme anhatten. Ah, klar. Die dummen Blicke der Lehrer, die nie wussten, was wir für ein Motto eigentlich gerade haben. Mario. Peach. Die dummen... Nein! Verkackt! Jessica Gerte. Nee, warum wir machen Mario, Luigi und Peach. Ganz ehrlich nicht, nö. Auf jeden Fall. Die Fragen von Herr Koch, wer wir denn angeblich sind und wo du denn nur so dachtest, Alter, was zur Hölle. Herr Koch meinte, ich sah am ersten Schultag nicht so aus, wie ich wahrscheinlich am ersten Schultag ausgesehen habe. Frau Vogt dachte, ich war Peach und sie dachte, ich bin Mario. Also, ich war Mario. Was würdest du machen, wenn du nochmal die Chance hast, in die Schule zu gehen? Alter, Suizid, das ist die einzig wahre Lösung. Ich glaube, ich würde nochmal gerne aufs Dach gehen. Das heißt, nochmal. Ich würde aufs Dach gehen. Ich war schon auf dem Dach. Ich will nicht nochmal in die Schule gehen. Ich würde mir weniger Stress machen als vorher, weil ich im Nachhinein gemerkt habe, mit weniger Lernen kommt man weiter, als wenn man gelernt hat. Ich würde sagen, generell mal anfangen zu lernen eigentlich so für den Unterricht oder sich. Ich werde die Grundschule noch mehr genießen. Na gut, hast du recht, Mittagsschlaf, ne? Ja, na, sowieso. Und meine Fibel behalten. Habe ich noch zu Hause.
Matze reißt die Bude ab, sag ich nur. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Nichts anderes. Noch weniger lernen. Mehr Freizeit. Viel mehr Freizeit. Öfter zu Meckens fahren. Viel öfter. Vielleicht sich nicht ganz so sehr als der Streber herausbilden. Das hättest du nicht geschafft. Wahrscheinlich. Was von deinem gelernten Wissen wirst du wahrscheinlich niemals vergessen? Herr Elsners Weisheit, dass wenn man Schuhe anprobiert, eher Scheidenpilz bekommt als Fußpilz. Werde ich mir viel mal merken. Die PQ-Formel. Ich glaube, die PQ-Formel. Ah, dass beim Attentat auf dem österreichischen Thronfolger auch die Frau dabei war. Die wurde nämlich auch getötet. Merkt euch das. Ganz, ganz wichtig. Maroche Neuer heißt Eisgräben. Dosto Rimmel Jatjenosti. Wollte ich auch gerade sagen. Russisch für Sehenswürdigkeit. Ja, Russisch für immer, das ist geil. Beziehungsweise auch das endoplasmatische Reticulum. Das kennt man auch. Hier steht das Esmus mit. Pro Wolfs Weisheiten. Hier steht das Esmus mit. Dass Xanthoproteinreaktion mit TH geschrieben wird. Kann ich dir sogar vorbuchstabieren. Mach mal. XANTHOPROTEINREAKTION. Das der prime Chattelnost. Gaudere und Ridere, das sind die einzigen beiden Vokabeln, die ich verteilen kann. Das ist voll geklaut, Junge. Definitiv endoplasmatisches Tetrikolum. Und die Xanthoproteinreaktion. Nimmt sie übrigens immer. Probier mal bitte. XANTHOPROTEINREAKTION. Das nehme ich immer bei Kreuzworträtseln. Nein, Geigenraten. Ja, auch die N. Da gibt es auch ein Kreuz. Ah, nee. Das ist einfach legendär hier. Ein Schlachtplan in Englisch. Der war wichtig. Gell, Michael? Ja, ja. Ideenhilfe Lebensrat. Die Studienfahrt war? Ah, legendär. Süffig. Ja, alkoholreich. Süffig. Geschichtsreich. Ja, an römischer Bildung. Wir haben Grüße gehen raus an dieser Stelle an Herr Strutzel, den Römer. Wir wissen nämlich jetzt, wie wir es da richtig tragen müssen. Konnte ich mich das erste Mal als Alkoholmutti beweisen? Das war nicht schlecht, wir waren ja nicht mal 18. Hab ich doch gern gemacht. Berlin war lustig, Frau Bleuser hat sich oft verlaufen. Aber es war okay. Nice. Erfrischend. Sehr ermüdend.
wenn du dich noch einmal neu einwählen könntest, welches Fach würdest du auf gar keinen Fall wieder wählen? Ja, das ist schwierig. Ich überlege gerade, ob ich Religion machen würde nochmal. Aber Ethik ist, glaube ich, auch nicht viel besser. Von daher, ich glaube, ich würde es einfach so lassen. Also von Noten her ist Ethik nicht besser, denke ich. Ich glaube, ich würde es einfach so lassen. Ich glaube, ich würde es auch so lassen, obwohl ich halt vielleicht Geo genommen hätte, aber dann wären die Noten besser, aber da hätte man so ein paar Live-Lessons verpasst. Geschichte. Ich hätte Geo gemacht, auch wenn der Unterricht eigentlich ziemlich geil war, meine Noten waren es nicht. Das ist richtig. Ich glaube, ich war eigentlich relativ gut mit meiner Wahl. Russisch. Geschichte und ja, wahrscheinlich, naja, Russisch. Russisch. Ja. Russisch. Aber Französisch weitermachen. Okay. Russisch. Kann man es anders sagen. Ja, dann ist es, also wenn es nicht Russisch ist, dann ist wahrscheinlich Geschichte so. Ich würde höchstwahrscheinlich keine Geschichte wählen, weil man lernt zwar in Geschichte mehr, aber in Geo, wenn du in Geo machst, würde wahrscheinlich dein Abi insgesamt besser ausfallen. Ich würde sagen Informatik, weil ich muss sagen, ich habe jetzt in den 4,5 Jahren, die ich Informatik hatte, es war lustig, aber wenn mich jetzt jemand was fragen würde, ich habe nichts gelernt und ich fühle mich jetzt noch dümmer in Informatik als eigentlich davor. Also. Russisch und Physik. Kommentar los. Weiter. Russisch. Warum? Weil Russisch war mir viel zu kompliziert. Ich kann die Buchstaben nicht schreiben. Und nach 2 Jahren kann ich immer nur noch sagen, ja, jubel, you, Ananas. Latein. Einfach Latein. Latein, Russisch. Geschichte geht leider nicht. Ohne die oder das hätte ich das Abi nicht geschafft. Ich muss sagen, bei mir war es wirklich Red Bull. Weil ich habe, sage ich mal, nicht lang gelernt, aber wenn ich gelernt habe, dann bis früh. Mein Tafelwerk natürlich und das Dienstabschlussbier. Eine davon jeden Tag hat mir das Lernen geholfen. Na, ohne meine besten Freunde. Ja, ohne die ganzen Chaoten, ja, die da hinten rumstehen. Jetzt grüßt mal so ein Bild von Close Friendship. Forever. And ever. And ever. Und reicht. Danke. Ohne dich natürlich. Oh, ich bin jetzt mal arschig und sag, allgemein ohne alle hätte ich das nicht geschafft. Mit den Menschen, mit denen ich mich tagtäglich über alles beschwert habe in der Schule. Das war einfach was ganz Besonderes. Ohne Erik, weil er mir jedes Mal bei den Mathehausaufgaben den Arsch gerettet hat. Alle Leute, die mir gesagt haben, was so gerade abgeht, die mir Hausaufgaben geschickt haben und so weiter, wenn ich mal nicht da war oder so. Alkohol. Spicker. Spicker. Daniel Jung. Daniel Jung. Daniel Jung ist auch nicht schlecht. Daniel Jung. Mathe bei Daniel Jung. Merkt euch. Ich sag mal, also eigentlich ist das Abi ziemlich einfach. Gut, weiter geht's. Thank you.
Die Blumensedage. Machtwechsel. Machtwechsel. Durch Schwänzen glänzt. Ich hätte sogar was zu sagen, es liegt an uns oder an Hafez? Es liegt nie an uns. Machen wir dann noch zu Meckens, Erik? Na und? Jessi, wir müssen auch zu Meckens. Ja. Schon immer, ja. Hast du noch ein Wort? Nee. Weiter geht's. Dieser Janka vom Netto. Montag ist der Janka. Montag ist der Janka. Ach so. Hey, hast du einen Abstand? Ach so. Was? So. Also voll. Ich auf jeden Fall so. Voll mit Kohlensäure. Gefühlt auf jeden Fall. Und Zucker. Und Sprite-Aroma. Ich weiß gar nicht, ob das Mikro halt richtig scheint. Das ist halt süß. Ja. Für was er bekannt ist? Schlechte Noten. Also ich habe mich aufs Abi vorbereitet. Immer so 2-3 Tage vorher. Hat aber gereicht, würde ich sagen. Willst du auch noch antworten? Das Aufwand-Nutzen-Verhältnis wurde in unserem Jahrgang perfektioniert. Also wie eher will ich noch sagen, habe ich einen Tag vorher gelernt. 15 Punkte bekommen. Aufwand-Nutzen perfektioniert. Ja, wirklich. Das Verfahren ist einfach besser, kann man es nicht umsetzen. Gut. Schön. Ja, ich würde gern Frau Wolf noch sagen, dass ich eigentlich jede russische LK gespickt habe. Kann ich mich anschließen. Das war es dann eigentlich schon. Mehr wollte ich gar nicht noch sagen. Gut. Schulsprecherin. Nee, warte. Schulleiterin. Ja. Eine andere Schulleiterin. Das wäre gut. Läuse muss weg, ja, das stimmt. Da hat sich ja meistens, was meinst du, so vom Aussehen oder? Ja, allgemein einfach, wenn du nicht wiedererkennen würdest. Auch persönlich, also mit Charakter und Aussehen, alles. Also ich muss mal, was ich jetzt mal sagen muss, mal big Shoutouts an Erik Pfannstiel, weil das ist einfach ein cooler Typ. Und der hat sich auch wirklich, Erik war immer ein schüchterner Typ irgendwie, aber Erik ist heute einfach ein geiler Typ. War früher auch ein geiler Typ, ne, aber halt anders so. Und ja, der macht das schon so, ne. Und big Shoutouts. Peace out.